Hallo alle zusammen, wir machen ja jetzt wieder ein ganz schnelles, einfaches Dessert. Das ist so Art Spaghetti-Eis-Dessert. Und ich mache das Ganze jetzt mit Erdbeeren. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe die jetzt schon mal gewaschen und das Grüne abgeschnitten. Ihr könnt es natürlich auch mit einer anderen Beere machen. Da müsstet ihr dann nur gucken, wenn ihr zum Beispiel was Säuerliches habt, wie das dann mit der Zuckermenge ist. Ich habe ja jetzt hier eine bestimmte Zuckermenge, aber mit dem Hintergedanken, dass ich ja süße Erdbeeren habe. Das ist nur, was ihr dann einfach eurem Geschmack anpassen müsst. Und ich habe da jetzt gar nichts weiter dabei. Das sind jetzt einfach nur die Erdbeeren und die tun wir jetzt einfach pürieren. Dann geht es sofort weiter und zwar einfach mit Schlagsahne. Die müssen wir jetzt aufschlagen. So, hier habe ich jetzt Quark drin. Dazu geben wir jetzt ein bisschen Zitronensaft. Und dann brauchen wir etwas Puderzucker. Und etwas Vanilleextrakt oder Vanillezucker. Und das müssen wir natürlich jetzt nochmal verrühren. Dann geben wir die Sahne mit dazu und verrühren das nochmal. So, und was ich jetzt gerade noch mache, ist einfach weiße Schokolade raspeln. Mache ich einfach hier mit dem Kartoffelschäler. Und dann können wir auch schon schichten. So, und zwar, ich habe mich jetzt gerade noch mal umentschieden, aber nur, dass ich nicht 5 Minuten, sondern 10 Minuten Dessert reinschreibe, weil bis man das Grüne von den Erdbeeren ab hat und die Schokolade dann noch geraspelt hat, da schreibe ich dann lieber 10 Minuten rein. Und jetzt probieren wir mal. Hier habe ich ein bisschen viel Erdbeerpüree reingegeben, glaube ich. Perfekt, und die Erdbeeren sind doch ein bisschen säuerlich, aber das harmoniert richtig gut. Also es ist überhaupt nicht zu süß und schmeckt mega, mega lecker. Und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!